Macarons. Seit ein paar Jahren das Trendgebäck schlechthin. Zwei Kekshälften mit einer glatten Kruste und einem cremig weichen Kern. Je bunter und ausgefallener, desto besser. Was ist das für ein rauer Taler? Das sollen echte Macarons sein? Ein Mandelplätzchen? Bestimmt was mit Mandeln. Für mich sind das Cookies. Die sehen halt mehr aus wie Kekse gerade. Das ist ein Macaron, oder? Exakt. Dieser zu groß geratene Amaretto-Keks ist der Vorreiter des farbenfrohen Macarons. Das ist das Ur-Macaron. Warum es so anders aussieht und welche Geschichte dahinter steckt? Unsere Reise zum Ur-Macaron führt uns nach Frankreich. Etwa 4 Autostunden von Paris entfernt liegt die 100.000 Einwohner große Stadt Nancy. Wir sind dem traditionellen Gebäck auf der Spur. Die Zubereitung ist angeblich seit Jahrhunderten ein gut gehütetes Geheimnis, bewahrt in diesem Laden. Und das ist er. Der Hüter des Geheimnisses. Willkommen im Maison des Heures Macarons. Ich bin Nicolas Genot und ich backe Macarons seit über 22 Jahren. Ich nehme euch heute mit in meine Backstube, um euch ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Nicolas Genot ist der Chef der Konditorei. 60 verschiedene Produkte stehen liebevoll aufgereiht in der Ladentheke. Mitten unter ihnen entdecken wir sie. Das Aushängeschild der Konditorei, die Macarons des Sœurs. Gemeinsam mit 12 Mitarbeitenden schmeißt der 58-Jährige seinen Laden. Mit einer Ausnahme. Die Macarons sind für alle tabu. Die darf nur der Chef selbst herstellen. Denn das Geheimnis unserer Macarons existiert seit der Französischen Revolution, seit 1793. 200 Jahre Geheimhaltung stecken in Nicolas kleinem Keks. Wisst ihr, wir sind erst die 4. Familie seit der Französischen Revolution, die das Rezept hütet. Innerhalb jeder Familie haben zwischen 3 und 4 Generationen das Macaron-Geheimnis bewahrt. Wir sind in der 2. Generation. Und ob es eine 3. geben wird, mal sehen. Seit 1991 ist das Geheimnis der Macarons von Nancy der ganze Stolz von Familie Genot. Mittlerweile ist der zweifache Vater der Hüter des Rezepts. Ob seine Kinder ihm folgen, steht noch aus. Jetzt geht's erstmal ran an den Teig. Bei Macarons dürfen die Mandeln nicht fehlen. Nicolas setzt auf französische Produkte, die geschält und naturbelassen sind. Die verarbeitet er zu Mehl, das um einiges gröber ausfällt als das der bunten Artgenossen. Deshalb auch die raue Oberfläche beim Ur-Macaron. Das berühmte Betriebsgeheimnis kommt übrigens gar nicht aus Frankreich. Die Geschichte beginnt im Jahr 1533, als die italienische Adlige Katharina von Medici Heinrich II. Heiratet. Katharina bringt ihre Konditoren aus Florenz mit nach Frankreich und gründet schon bald einige Klöster, in denen Macarons nach Originalrezept entstehen. Die Macarones sind damals einfache, ungefüllte Kekse aus Mandelmehl, Zucker und Eiweiß. Das bedeutet, Macarons sind eigentlich Italiener. Die Zutatenliste ist damals dieselbe wie die von Genot heute. Zum Schluss gibt Nicolas noch einen großzügigen Schuss Eiweiß dazu. Anders als beim normalen Macaron schlägt er das Eiweiß nicht steif, sondern rührt es unter. Und das war's. Moment mal, nur 3 Zutaten? Wo versteckt sich das jahrhundertealte Geheimnis der Macarons des Sœurs? Das Geheimnis hält dieses Haus am Leben. Also niemand darf mir folgen. Personne me suit. Na toll. Unser Galileo-Team muss draußen bleiben. Den Namen Macaron des Sœurs hat der 58-Jährige übrigens nicht willkürlich gewählt. In den Klöstern hat man nach den Regeln des heiligen Benedikt gelebt. Eine der Regeln war, dass man kein Fleisch essen durfte. Und deswegen sollten die Macarons, genau genommen die Mandeln, die notwendigen Proteine liefern.
Katharina de Medici gründete ja überall in Frankreich Klöster und ihre Enkelin schließlich eines in Nancy, in dem zwei Nonnen unterkamen. Wegen der Unterdrückung der religiösen Ordensgemeinschaften mussten sie aus diesem Kloster fliehen und fanden Asyl. Damit hat die Geschichte unserer Macaron des Soeurs begonnen. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, verkaufen die Nonnen Macarons nach dem Rezept von Katharina de Medici und werden damit als Sœur Macarons bekannt, also die Makronenschwestern. Dieses Originalrezept ist das Erbe Nancy's und das hütet Nicolas wie seinen Augapfel. Aber wie ist der 58-Jährige überhaupt an das Macaron-Rezept rangekommen? Mein Vater hat schon damals Macarons gebacken. Das waren aber nicht diese Macarons, sondern dieselben, die andere Konditoreien in Nancy auch herstellen. Deswegen wollte er unbedingt dieses Rezept aufkaufen, weil diese Macarons etwas hatten, was die anderen nicht haben. Für das Geschmackserlebnis nimmt sein Vater viel Geld in die Hand. Wie viel, verrät Nicolas nicht. Im Jahr 2000 übernimmt er dann das Geschäft. Nicht so geheim wie das Rezept ist die Art und Weise, wie der Chef den Teig auf das Blech bringt. Mit dem Spritzbeutel Marke Eigenbau. Macarons sind die Diven unter den Gebäcken. Sogar das Wetter soll Teig und Geschmack mächtig beeinflussen können. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit trocknen sie nicht richtig. Für das Baiser geht es jetzt bei 180 Grad für eine halbe Stunde in den Ofen. Im Vergleich, die bunten Namensvettern brauchen bei 150 Grad nur halb so lange. Jetzt aber mal Tacheles. Was sagt der Chef zu dem international gehypten Macaron, das viele für das Original halten? Ja, das sind Macarons. Also normalerweise nennt man das einen Pariser Macaron. Aber sie sind eine Spezialität. Die beiden Macaron-Arten sind nicht wirklich vergleichbar. Unser Macaron ist der ursprüngliche. Welche ich lieber mag? Natürlich meine, weil die am natürlichsten sind. Die bunten Farben sind schön, aber sie sind eben nicht unbedingt 100% natürlich. Trotzdem hat es der bunte Keks international hoch hinaus geschafft. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts erfindet ein Konditor aus Paris das Macaron neu, indem er mit Farbe und einer Ganache-Füllung hantiert. Das Besondere heute, viele Länder haben die Kekshälften mittlerweile ganz nach ihrem Geschmack weiterentwickelt. Die Japaner setzen bei ihren Macarons auf Erdnussmehl mit Wagashi-Aroma aus Reismehl, Zucker und Bohnen. Die Amerikaner hingegen lieben crazy Geschmacksrichtungen. Snickers, Strawberry Cheesecake und Speck mit Ahornsirup liegen im Trend. Auch die Schweizer lieben ihre Macarons aus zwei Mandelbaiser-Scheiben mit einer Buttercreme-Füllung. Die Mini-Hamburger sind weniger süß und etwas kleiner und leichter als das Original. Zurück zum Urmacaron. 9,50 Euro kostet die 12er-Packung. Tatsächlich sind sie mit 80 Cent pro Stück etwas günstiger als der bunte Nachfolger. Nicolas verkauft von ihnen über 1 Million pro Jahr. Was passiert eigentlich, wenn ihm etwas zustößt? Immerhin kennen weder Frau noch Kinder das Geheimnis des Kassenschlagers. Klingt ganz schön riskant. Ich habe tatsächlich einen Plan B für alle Fälle. Es gibt eine zweite Person in der Familie. Einen Onkel, den mein Vater eingeweiht hat und der auch in der Gastronomie tätig ist. Er kommt hin und wieder vorbei, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Aufgeschrieben haben sie das Rezept aber nie. Zeit für den Geschmackstest. Ist das Urmacaron wirklich außen kross und innen so zart, dass es auf der Zunge zergeht? Unser Team probiert. Und? Schon gut. Mit dem Espresso zusammen. Ist ein bisschen wie die aus Italien, diese Amerettini, die man oft dazu kriegt. Mhm. Aber im Besser schon. Im Besser. Und ja, wirklich, außen kross und innen weich. Die Macarons aus Nancy unterscheiden sich also nicht nur optisch von der Pariser Version, sondern sie schmecken auch anders.
Nicolas hofft, dass seine Kinder in seine Fußstapfen treten. Bis es soweit ist, hütet er das Geheimnis um das Erbe von Nancy und das Urmakaron.